Ja, lieber Gerald, wir Hallo. haben es wieder einmal geschafft. Wir sind gemeinsam im Studio und haben kontempliert, über was wir reden werden. Und daraus wurde, Der und Titel. was Obwohl, jetzt? gell? Fragezeichen. Ja, gell? Man sitzt eigentlich da und sagt, es ist unwahrscheinlich, oder? Ja, es ist komplett surreal. Also man fragt sich wirklich auch passend zu unserer vorherigen Diskussion über alternative Lebenserfahrungen, sind wir in der Matrix? Ja. Dreht da jemand an der Realität? Ja, nur mir gibt niemand die blaue Pille irgendwie. Also Ja. gut, allerweil vielleicht muss man auch schon, vielleicht habe ich im Auto nur blaue Pille. Genau, die gibt schon die blaue Pille, ja, in der Apotheke. Na, also um unsere Zuschauer zum Thema zu bringen, warum kommen wir drauf? Wir sind zwei Unternehmer, die beide ein breites Spektrum an Interessen haben, ein breites Spektrum an Menschen haben, mit denen wir reden. Und eigentlich ist die Stimmung in der Bevölkerung, zumindest mit den Menschen, mit denen ich rede, von Fassungslosigkeit geprägt. Das ist ein gutes Wort, ja. Ja, wir sind auf einer schiefen Ebene. Wir wissen alle, dass es die Richtung nur nach unten geht. Wir sehen keinen Tipp nach oben. Und ich glaube, es geht dir wie mir. In meinem Umfeld greift immer mehr Verzweiflung um sich. Und deswegen haben wir uns ja zusammen telefoniert, um zu schauen, nochmal kurz Analyse, was ist passiert, war vor allem, ich weiß, dass du genauso denkst wie ich, wir müssen irgendwann einmal auch Wege zeigen, wie wir da rauskommen. Genau. Ich glaube, was die Zuschauer sehr interessieren wird, ist, was du mir vorher erzählt hast, deswegen bitte ich dich, wiederhol uns das, das Gespräch mit den Bankern. Das ist nämlich lustig und interessant. Ja, also ich hab mit verschiedenen Bankenpartnern gesprochen in den letzten Tagen und habe immer wieder die Frage gestellt. Habe gesagt, es gibt die drei, ja, Grundrichtungen in der Finanzwirtschaft, dass man sagt, wir steigen mit der Hyperinflation ins Nichts, wir fahren mit der Stagflation in den Abgrund oder wir bleiben auf der Deflation sitzen und haben gar nichts, weder Wirtschaft noch irgendwie Arbeit noch sonst irgendwas. Und gibt die unterschiedlichen Proponenten, die eine sagt, das kommt, das kommt, das kommt, gibt verschiedenste Thesen, wie Chinas Housing Crash ausgehen wird, wie lange wird jetzt der amerikanische Housing Absturz quasi stattfinden, wohin geht der, was werden die Börsen machen? Und ja, ich bekomme keine Antworten. Die sagen alle, ja, es ist sehr volatil. Jetzt müssen wir für unsere Zuschauer draußen noch kurz erklären. Inflation heißt Geldentwertung. Deflation heißt, zuerst einmal noch Stagflation, genau. Stagflation ist, nur dass du das auch unseren Zuschauern erklärst. Ja, Stagflation heißt schlicht und einfach, dass man auf der einen Seite ja einen inflationären Trend hat. Das heißt also, Geld wird weniger dass die wert. Preise steigen, Geld weniger wert, ich kann weniger drum kaufen. Aber in den meisten Fällen durch Aktionen von den Zentralbanken gibt es auch einen wirtschaftlichen Kurs nach unten. Ja, im Stagnation der Wirtschaft, im weniger Aufträge, weniger Umsätze, weniger Arbeitsplätze. Und was das für Beweise ist, wir haben alles drei gemeinsam. Ich habe sowas in meinem Leben als Unternehmer noch nicht Das erlebt, ist vielleicht wahr, ja. aber Tatsache ist, wir sind in einer Phase, wo alles drei gemeinsam zur gleichen Zeit passiert. Also die Preise explodieren und das wird weitergehen, weil wir haben bis jetzt nur einen Teil der Inflation gesehen, nämlich das, was die Menschen im täglichen Einkauf spüren. Aber das, was dahinter kommt oder parallel läuft, nämlich die Erzeugerpreise, die Preise, zu denen die Unternehmer ihre Waren erzeugen, sind nicht 10% gestiegen, die sind 30% gestiegen. Und diese 30% haben wir noch gar nicht. Und das kommt aber, weil die Waren sind um 30% teurer produziert und die werden auch um 30% teurer verkauft werden. Das heißt, wir werden eine Inflation sehen über die nächsten Monate, die Katastrophe ist. Gleichzeitig hat die Psychologie zugeschlagen. Die Leute kaufen keine teuren Produkte mehr.
Die Leute sparen, wo es immer auch immer geht, weil sie für die Lebenserhaltungskosten plötzlich den größten Teil ihres Einkommens aufwenden müssen. Und die Investoren, zumindest in Europa, halten sich mit allem zurück. Also für die Zuschauer von mir bei der Bauwirtschaft, es ist de facto alles abgesagt, was irgendwie in größeren Bauvorhaben da sind. Und das bedingt wiederum, dass jetzt schon beginnend die Nachfrage bei den Unternehmen sinkt. Das heißt, es werden weniger Waren erzeugt. Und zum Schluss haben wir noch die Rezession, dass die Gesamtwirtschaftsleistung sinkt. Und unsere Schulden explodieren, weil jetzt natürlich die Gewerkschaften, die Interessensvertretungen, die Pensionisten sagen, ich brauche 10% mehr, damit ich durchkomme. Der Arbeitnehmer sagt, ich brauche auch 10% mehr, damit ich durchkomme. Die sozial Schwachen brauchen auch 10% mehr, damit ich durchkomme. Aber dadurch gebe ich noch mehr Geld aus und da wird noch mehr Geld gedruckt und es wird noch weniger wert. Und ich habe in meinem Leben so eine Situation noch nicht gesehen. Aber das Faszinierende an der ganzen Geschichte ist, ich habe das Gefühl, in einer Parallelwelt zu sein. Wenn ich aufdrehe am Fernseher, wenn ich mir die Diskussionssendungen in den Mainstreamen anschaue, da ist ja alles gut. Da ist ein bisschen abwarten, ein bisschen, wir müssen halt ein bisschen frieren, ein bisschen auf irgendwas verzichten, aber da kommen wir schon durch. Und dann gehst du raus in die reale Wirtschaft und jeder schlägt die Hände zusammen und sagt, wie wir da überhaupt durchkommen, wissen wir nicht. Und ich denke, das ist unser Hauptproblem. Ist es nicht so, dass diese drei Dinge gleichzeitig dadurch entstehen, dass sie unterschiedliche Marktsegmente betreffen? Und wir haben ganz unterschiedliche Preisverschiebungen im Energiemarkt. Ja, dann haben wir natürlich bei den bestehenden Realitäten eine gewisse Situation, dass die plötzlich nicht mehr so verkaufbar sind und die Leute halt mit den Preisen runtergehen. Ja, und das Problem in China ist ja, dass die halt alles über zukünftige Häuser vorfinanziert haben und die können jetzt nicht gebaut werden. Das heißt, die stecken in diesem Loch drinnen. Und auf der anderen Seite hast du natürlich eben die Problematik der Geldentwertung als solches, dass eben die Güter des täglichen Gebrauchs schlicht und einfach aber nach oben gehen. Also die haben so eine Verschiebung, ganz extrem, hier ein Runtergehen, ja, hier gibt es wieder eine Verteuerung. Öl ist erstaunlicherweise im Moment wieder relativ günstig. Ja. Also das ist eine diese Verzerrung, ja, meiner Meinung nach ist meine Vermutung, ja, weil hier mit vielen verschiedenen Regelsätzen gearbeitet wird, mit denen man versucht, das zu korrigieren und wir nicht wirklich einen freien Markt haben. Wie siehst du das? Ich denke, und da muss man jetzt leider Gottes auch uns selbst alle an der eigenen Nase fassen, ich denke, dass wir dass wir gewisse Dinge einfach übersehen haben, weggeschaut haben, gedacht haben, das betrifft uns nicht, das betrifft die Geldentwertung. Also die Geldentwertung, da ist nicht der Putin schuld, da alles, was sie da erzählen, dass die Inflation, der Krieg in Russland, war ein völliger Schwachsinn. Die Geldentwertung ist deswegen da, weil die Notenbanken die letzten 13 Jahre Geld gedruckt haben, als gäbe es kein Morgen. Und jeder, der den Menschen etwas anders erzählt, der lügt ihnen glatt ins Gesicht oder will davon ablenken, dass die Schuldung die Finanzindustrie ist. Ja. Das ist einmal Nummer eins. Und die Notenbankpolitik, diese wahnsinnige. Genau. Das zweite ist, das Angebot des billigen Geldes hat natürlich sehr viele Investoren, auch bei mir im Sektor des Bauens oder der internationalen Großkonzerne, Großinvestoren, dazu gebracht, dieses Geld, das wir ihnen mehr oder weniger gratis zur Verfügung gestellt haben, dazu zu verwenden, um etwas zu produzieren, von dem man meinte, es sei etwas wert, Betongold. Wie in China, es sind Millionen Wohnungen in China gebaut worden, die leer stehen, die im Moment niemand braucht auf einen zukünftigen Bedarf, aber es war halt das billige Geld da und die Wirtschaft hat gebrummt. In Europa hat es ähnlich ausgesehen, nicht so schlimm wie in Amerika. Ja, und dann kam der Krieg und die völlig irre Reaktion des Westens, auf die gesamte wirtschaftliche Situation gewirkt hat, als hätte jede Sekunde nehme ich einen Benzinkanister, schütte ihn rein ins Feuer, ist sicher, es brennt immer noch und was mache ich? Ich nehme den nächsten Kanister und dann nehme ich einen größeren Kanister und dann nehme ich den sechsten und den siebten Kanister und ich zündel immer weiter nach, weil ich hoffe, dass das Feuer so groß wird, dass es ausgeht, was ja ein völliger Irrsinn und Schwachsinn ist.
Und ich glaube, jetzt werden wir gerade mit den Rechnungen präsentiert. Aber das Erschreckende, und ich glaube, das ist das, was unsere Zuschauer am meisten beschäftigt, ist, was mache ich jetzt selber? Wie betrifft mich das? Wie komme ich da wieder raus? Und ich weiß, dass wir beide da gleich denken. Man muss die Situation nehmen, wie sie ist, aber man muss jetzt schon versuchen zu analysieren, was man persönlich tun kann. Und das, was ich am meisten vermisse, und das existiert einfach nicht, ist, das System versagt. Es hilft nicht. Es ist lächerlich zu glauben, dass man einmal 500 Euro irgendjemandem gibt und der dann, das nennt man dann ein Hilfspaket. Dann lügt man noch bei den Hilfspaketen, weil die 28 Milliarden, die uns die österreichische Regierung versprochen hat, die sind auf einen Zeitraum von 4 Jahren gerechnet. Also das sind ja nicht 28 Milliarden, die sie jetzt ausschütten, sondern da haben sie alles Mögliche wieder reingerechnet, was sie in den nächsten 4 Jahren angeblich tun wollen. Das ist alles nichts, weil wir die Ursachen nicht bekämpfen. Und jetzt ist Können wir die Ursachen bekämpfen in Österreich? Oder sind wir nicht zu sehr eigentlich mittlerweile den Finanzjongleuren und den Zentralbanken ausgeliefert? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin hier ein Anhänger einer Politik. Erstens einmal das Austrian First, das ist einmal das Erste, aber Austrian First heißt nicht, dass ich jetzt nicht solidarisch für alle anderen Europäer sind, weil das Problem haben ja alle Europäer, aber ich bin da eher der Ansicht, wir müssen alles, was wir bis jetzt gekannt haben, über Bord werfen. Und das sage ich als freier Unternehmer. Der Energiemarkt funktioniert nicht. Da muss der Staat eingreifen. Und zwar sofort. Aber der funktioniert ja deswegen nicht, weil ja das Regelwerk von Haus aus schon falsch ist und nicht freie Marktwirtschaft ist. Genau. Und dieses, aber man muss noch, ich würde so noch radikaler gehen und einen Schritt zurückgehen und sagen, wir haben jetzt gelernt, dass Energie ein Grundrecht sein sollte. Der Zugang zur Energie für die Bevölkerung sollte ein Zugang sein, sollte eine Grundaufgabe des Staates sein. Der Markt funktioniert nicht. Überhaupt nicht. Warum funktioniert der Markt nicht? Weil wir das aus dieser vollkommen wahnsinnigen Idee der Grünen mit dem sofortigen Ausstieg aus allen permanent verfügbaren Energieträgern umzusteigen auf Energieträger, die eben nicht 24/7 zur Verfügung stellen, dass wir das in irgendeiner Art und Weise schaffen. Und diese Religion, denn es ist eine Religion, man muss den Menschen klipp und klar sagen, das ist eine Religion daran zu glauben, dass wir in unseren Lebenszeiten von fossilen Energieträgern wegkommen. Das wird nicht passieren. Und wenn wir es versuchen, vernichten wir alles, was wir besitzen, und das sieht jeder von uns jetzt schon. Und die Lösung wäre, sich hinzustellen und zu sagen, jetzt haben wir gerade noch dieses ganz kleine Zeitfenster. Jetzt muss man sagen, das ist schief gegangen. Wir sehen, es geht schief, das müssen wir zurücknehmen. Was heißt das konkret? Jede mögliche Art von Energieformen müssen wir nützen. Wir müssen schauen, dass wir möglichst viel an erneuerbarer Energie nützen. Da bin ich der Erste, der dafür ist. Das ist ja eine gute Idee. Das ist eine super Idee. Aber es wird nicht ausreichen. Und daher können wir viel, viel langsamer verzichten auf fossile Energie, als es in diesen verrückten Plänen der Gründlingswoken drinnen steht. Das geht nicht. Das Problem ist, dass ja diese ganze Geschichte, was uns erzählt wird und was alles schon mit erneuerbarer Energie gemacht wird, das ist ja alles total verzerrt. Tatsächlich im Gesamtenergiebedarf ist das im mehreren Prozentbereich, ja, je nachdem, was man sich jetzt genau anschaut. Aber wir reden von wenigen Prozenten erneuerbare Energie. Und da ist in den meisten Fällen schon dabei, dass man das ganze Holz und solche Geschichten verheizt. Das ist ja nicht wirklich Solar und Wind. Ja. Also erzeugt ja auch CO2 und um das geht es ja grundsätzlich, aber halt nicht fossiles CO2. Und da muss man schon natürlich auch den Bürgern ein bisschen den Spiegel hinhalten und sagen,
Ihr habt die Geschichte einfach geglaubt. Ja, es ist ein Glaube. Ja. Ihr Und wolltet das glauben. Leute, ja, es gibt Leute wie ein Professor Hans-Werner Sinn, der hergegangen ist und in 2007 ja, von der Energiewende ins Nichts gesprochen hat. Ja, und der wurde abgegraben und abgesetzt und ausgegrenzt. Ja. Und schon langsam hört man ein bisschen wieder was von ihm. Ja. Ja, aber da werden wirkliche Experten werden effektiv zerstört, nur weil sie sagen, halt, können wir mal drüber reden, wie das funktionieren soll, weil so wird es nicht gehen. Ja, heute haben wir mal Diskussionen, wo wir eigentlich überhaupt keine Differenzen zwischeneinander haben. Das ist ja gut haben. So. Das ist gut so, ja? Ja. Weil in der Situation muss man zusammenhalten. Ich möchte es nur ein bisschen umstrukturieren. Nummer eins, wir müssen uns alle klar werden, und zwar jetzt und sofort, es funktioniert nicht. Die Energiewende, so wie sie geplant war, funktioniert nicht. Wir müssen das stoppen. Was auf Deutsch heißt, die Deutschen dürfen zu Silvester, dass die drei Atomkraftwerke nicht abschalten. Übrigens, damit man auch den Zuschauern sagt, wie Märkte funktionieren. Der Energiemarkt für Strom ist deshalb der ist innerhalb der letzten drei Tage um von 100 auf 700 runter. Das heißt, wir sind um 30% in drei Tagen gefallen, nur weil die EU angekündigt hat, in den Markt regulierend eingreifen zu wollen. Daraufhin haben sie sofort verkauft, damit sie jetzt nur die Kohle machen, um 1000 oder um 900. Nur um die Zuschauer noch eine Größenordnung zu geben, bis voriges Jahr waren wir zwischen 40 und 50. Pro Kilowattstunde. Jetzt sind wir bei 700 bis 1000. Das wäre ungefähr so, wie wenn Sie zur Tankstelle gehen und für den Liter 17 bis 18 Euro bezahlen. Pro Liter. Da sind wir jetzt beim Strom. Und jetzt müssen wir das runterbringen. Und dieses Runterbringen, und das sage ich als Unternehmer, geht jetzt nur mehr mit massivsten staatlichen Eingriffen, einerseits in den Markt und zweitens in diese verrückte Illusion, dass wir gleichzeitig aus allen permanent verfügbaren Energieträgern aussteigen können. Ich kann nicht aus Kohle, Atom und Gas gleichzeitig aussteigen. Das funktioniert nicht. Das bringt uns um. Und da ist mein Lösungsansatz eben der, dass ich sage, die Regierungen müssen bei Wahlen, mit Demonstrationen und über sozialen Netzwerke Druck, Diskussionsdruck, permanent dieses Thema zu wiederholen, dazu gebracht werden, hier eine 180-Grad-Kehrtwende einzuschlagen. Und es funktioniert, weil der Politiker will nur, also als allererstes will er seinen Posten behalten, wie wir jetzt zum Beispiel in Wien sehen. Ja, egal was passiert, er klebt sich und nagelt sich am Sessel fest. Und den will er behalten. Und wenn er dazu genau das Gegenteil von dem machen muss, was er gestern versprochen hat, dann wird er es tun. Und wenn wir das nicht tun, gehen wir in ein Desaster. Wir gehen in eine Zeit hinein, wo die Menschen 3.000, 4.000 Euro im Monat für die Stromrechnung aufwenden müssen. Das muss man den Leuten offen sagen, wenn ihr euch jetzt nicht engagiert, wenn wir nicht jetzt bei den Herbst im Herbst das Ruder herumreißen, die Futures, auf denen die Gemeinde Wien da sitzt, der Strompreis geht rauf auf das 18-fache dessen, was ihr voriges Jahr gezahlt habt. Ein Haushalt, der 250 Euro Strom pro Monat hatte, zahlt, wenn wir nichts dagegen tun, wenn der Staat nicht eingreift, im Ostern 23 4.000 Euro monatlich. Jetzt sitzen alle dort und sagen, das geht ja nicht. Und genau das ist der Grund, warum wir sagen, und was jetzt? Es geht nur mehr mit staatlichen Eingriffen massiv und mit einer 180-Grad-Wende. Die Deutschen müssen sofort sagen, wir lassen die Kohlekraftwerke über den Winter volle Hacke laufen, wir werden die Atomkraftwerke nicht abschalten, wir werden die Wende, die Energiewende verschieben und die Märkte werden sofort reagieren. Wenn Deutschland heute ankündigen würde, wir steigen wieder in Atom ein, wie der Rest der Welt, und wir werden den Ausstieg verlangsamen und vernünftig machen, wir werden heute nicht in 7 Jahren, sondern in 30 oder 40 Jahren versuchen,
ein Soft Landing zu machen und zu den Erneuerbaren zu gehen und auf fossile Energiestoffe umzusteigen, dann wird der Markt sofort reagieren und die Energie kommt wieder dorthin, wo sie hin muss. Weil wenn das so bleibt wie jetzt, dann haben wir im Winter eine Revolution. Das kann ja niemand wollen. Das ist mir unbegreiflich, warum sie an ihrer Religion festhalten, wo sie das drohende Ende sehen. Es ist ein Desaster. Du siehst halt schon natürlich die Problematik, dass eben so eine große Anzahl von Menschen und vor allem natürlich auch junge Menschen komplett verdummt wurden und die natürlich hundertprozentig jetzt halt an diese Klimawandelgeschichte glauben, ja, und der Meinung sind, ja, wenn wir jetzt nicht was tun, ist in 2 Jahren, ja, geht die Welt unter und deswegen dann sie jetzt die Tankstellen zerstören und kleben sich an irgendwelchen Geschichten fest, ja. Und das ist natürlich eine schwierige Situation, wenn du einen großen Teil der Bevölkerung komplett fehlinformiert hast. Ja, die wirklich der Meinung sind, wenn wir jetzt nicht sofort aus dem Ding aussteigen, dann sterben wir alle in ein paar Jahren. Ja? Wie gesagt, wir kommen wieder zurück, es ist eine Religion. Ja. Es ist keine Wissenschaft und die Wissenschaftler, die hier, es gab auch etwa der katholischen Kirche Wissenschaftler, die haben bewiesen, dass die Sonne sich um die Erde dreht und die Erde im Mittelpunkt des Universums war. Auf allen katholischen Universitäten, und damals gab es nur katholische Universitäten, auf allen Universitäten der westlichen Welt haben die Wissenschaftler, Trust the Science, hat man damals auch damals gesagt, den jungen Studenten, die haben gesagt, das ist bewiesen, die Sonne dreht sich um die Erde. Und wie einer gekommen ist und gesagt hat, nein, haben sie gerufen, da ist der Scheiterhaufen. Also, und das haben wir jetzt wieder. Wenn ich heute hergehe und sage, ich glaube nicht dran, dass es nur alleine der Mensch ist, der den Klimawandel verursacht, dann gehöre ich von Scheiterhaufen. Zumindest was die Grünen betrifft. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, könnte es sein, dass wir nicht alleine schuld sind, dann müsste ich mir nämlich die Frage stellen, ja, wenn ich nicht allein schuld bin, dann ist da etwas, was ich nicht beeinflussen kann. Und wenn sich das Klima wandelt, obwohl wir aufhören mit allem und zurückkehren, was machen wir dann? Und was jetzt? Also müsste ein vernünftiger Mensch, ein Mensch, der Verantwortung hat, ein Mensch, der Verantwortung für seine Wähler übernimmt oder seine Mitmenschen übernimmt, der müsste hergehen und sagen, wann ich mir nicht 1000%ig sicher bin, dass ich meine Ressourcen dafür verwenden kann, dass ich es stoppe, dann muss ich meine Ressourcen dafür verwenden, dass ich die Folgen abfedere. Und ich glaube, dass wir genau da, und das sollten wir auch, oder das ist zumindest meine Auffassung, wir sollten uns darauf konzentrieren, die Folgen abzufedern. Ich, übrigens zu der Geschichte vorhin, ich finde das ja, also ein herrliches Beispiel aus dem australischen Parlament von voriger Woche, da stand ein Abgeordneter auf und da gibt es den Plan, auch in Australien gibt es den Plan, sie müssen in die Green Energies hinein. Australien hat die größten Kohlevorräte im pazifischen Raum, verdient damit sehr viel Geld, produziert damit sehr viel günstige Energie, aber trotzdem wollen die, ich glaube 24 Kohlekraftwerke hat Australien und sie wollen 14 abschalten. Und der steht dort und sagt, wir haben 24 Kraftwerke, 14 schalten wir ab, weil wir glauben, dass wir damit das Klima entscheidend beeinflussen. China hat 1150 Kohlekraftwerke, 160 sind im Bau und 280 sind in Planung. Und Australien, die Grünen in Australien, glauben mit der Abschaltung von 14 Kohlekraftwerken, was die Energie in Australien sehr verteuern wird, retten sie die Welt. Es ist eine irre Religion und irgendwann einmal müssen wir es einsehen. Wie du richtig sagst, wie machen wir es, wenn eine... Wie kämpft man gegen eine Religion an? Du, ich habe mit den Bankern eben auch gesprochen und einer der Herren, extrem kompetent, sehr nett, ja, hat gemeint, naja, aber eines der Probleme, und ich habe gesagt, ja, wir haben Riesenprobleme am Markt und der Markt hat ja wahnsinnige Verwerfungen aus verschiedenen Gründen, Energiepreise und so weiter, sagt er, naja, das ist halt die Folge des Klimawandels. Ne? Und ich sage, naja, können wir uns darauf einigen, dass es nicht die Folge des Klimawandels ist, sondern die Folge der Aktionen zur Mitigation des Klimawandels. Sagt er, naja, aber wir müssen das ja tun.
Sage ich, wieso? Ja, schauen Sie, und Ding, und die Hitze, und die Waldbrände, und die Hitze macht ja unfruchtbar, also, deswegen ist Afrika, ja, aber wir haben jetzt gerade genau, ja. Aber die haben wirklich, dass das ein Mann im mittleren Alter, total nett und kompetent, und ich halte von dem sehr viel, ja, aber der ist halt durch die Medien so gedrillt drauf, ja, dass jetzt hier, ja, die Probleme sind im Klimawandel und deswegen haben wir jetzt höhere Energiepreise, ja, dass du mit ihm kaum, ja, drüber sprechen, ja, kannst. Und also er hat mir sehr höflich zugehört, weil ich sein Kunde bin. Ja, aber, ja, aber ich habe dann auch gesagt, naja, wir müssen es ja nicht ausdiskutieren, ja, weil es ändert eh nichts an der Tatsache. Aber dort haben wir das Problem. Ja. Und wir müssen auch hier, genauso wie wir zum Thema Corona und wie wir zu anderen Themen eben Informations- und Aufklärungsarbeiten und Medienarbeit leisten, müssen wir auch dort mehr tun. Ja, da hast du völlig recht. Wir müssen, und wir haben gerade eine ganz heiße, interessante Diskussion vorher kurz gehabt über Fusionsenergie, die ich auch als eine Zukunftsenergie sehe. Wir sind ein bisschen vom Zeitraum anderer Meinung. Mhm. Du hoffst, dass das relativ schnell geht, mhm, und sehr stark unterstützen wirst. Ich glaube, das werden eher noch einige Zigjahre sein. Und ob das so schnell unsere Energieprobleme löst, bin ich mir auch nicht sicher. Aber ja, passt, Fusionsenergie, gut, können wir aber nicht drauf warten. Nein. Ja, wir brauchen irgendwas interimsmäßig, ja, und ob, ja, das dann, ja, alte Atomkraftwerke sind, ich bin ein absoluter Fan der Flüssigsalzreaktoren, die Thorium verwenden, die viel weniger Abfall produzieren, die viel, viel sicherer sind, die viel preiswerter sind und die vor allem auch in kleineren Einheiten relativ leicht installierbar, aufbaubar, wartbar sind und nicht diese riesen Nachteile haben von den alten Typen von Atomreaktoren, die ja hauptsächlich gebaut wurden, weil man damit auch spaltbares Material für die Bomben produzieren konnte. Das war der Hauptgrund, warum die Technologie angewendet wurde. Ja, und da sprichst du ein Thema an, das ich auch noch zur Sprache bringen wollte, weil wir müssen auch über Politik reden und wie Politik funktioniert. Wir beide sind einer Meinung, die Sanktionen, die Europa gegen Russland gemacht hat, sind eine Katastrophe und zwar ein Schuss ins eigene Knie. Ich finde es absolut unverantwortlich, unverschämt und absolut inakzeptabel, dass eigentlich Menschen, die es besser wissen, nicht wissen müssten, besser wissen, wieder besseren Wissens die österreichische Bevölkerung anlügen. Wenn der Bundespräsident, dann der Nationalratspräsident und der Kanzler von Österreich und dann sämtliche Oppositions- ich möchte jetzt hier keine schlimmen Ausdrücke verwenden, aber wenn diese Damen und Herren, die da im Fernsehen aufgetreten sind, allen Ernstes behaupten, dass die Sanktionen Russland mehr schaden als uns, dann lügen sie die Menschen direkt an. Das ist eine glatte Lüge. Der Herr Bundespräsident lügt, der Herr Nationalratspräsident lügt, der Kanzler lügt. Und ich sitze daneben und denke mir, warum macht er das? Und das kennen wir alle. Du hast eine Antwort drauf, warum er das macht? Weil das ist eine wichtige Frage. Die Antwort lautet offenbar: Ein Politiker hat irgendwann einmal gelernt, oder man hat ihm eingeredet, oder es ist eine Blase, es ist eine Gruppendynamik, dass man keine Fehler zugeben darf. Ich glaube, dass Politiker allen Ernstes glauben, dass es besser ist, es zu leugnen bis zum Geht-nicht-mehr, wie der Ehemann, der da erwischt worden ist mit der runtergelassenen Hose und sagt, ich habe dich nicht betrogen. Das ist genau das Gleiche machen die Politiker. Es wird sich kein Politiker in Österreich ist bis jetzt auf die Idee gekommen, dass er sich für den Schwachsinn der letzten 2,5 Jahre entschuldigt. Dass er hinstellt und sagt, es tut uns leid, wir haben einen Blödsinn gemacht. Der Kurz hat in seinem, ich habe den Sebastian Kurz sehr oft verfolgt, der war ein absolutes NLP-Genie, ist einer der besten Redner, Diskutanten, die ich jemals gesehen habe, aber den hat irgendein Trainer das Wort Fehler oder ich habe einen Fehler begangen. Das haben sie ihm abgewöhnt, das haben sie ihm abtrainiert. Und genauso geht es allen anderen. Sie können es nicht zugeben, sie wollen es nicht zugeben, weil sie glauben, dass sie dann nicht mehr gewählt worden sind. Ich wiederum vertrete die Meinung, dass es sehr wohl die Menschen darauf warten, dass endlich ein Politiker sich hinstellt und sagt, es tut mir leid, das war ein Fehler. Und den Fehler machen wir jetzt gut. Und zu dem Thema, das du vorher gesagt hast, es ist
mein größter Wunsch, dass wir aus dem Wahnsinn aussteigen der Sanktionen. Aber wir haben es mittlerweile verschissen. Putins Russland wird uns nie mehr wieder trauen. Auch wenn wir morgen aus den Sanktionen aussteigen, auch wenn wir morgen sagen, Putin, es tut uns leid, wir haben es den Russen bewiesen, auf den Westen kann man sich nicht verlassen. Wir haben sämtliche Regeln über Bord geworfen. Ich würde hoffen, dass Sie sehr wohl sagen, auf die westlichen, aktuellen westlichen Politiker kann man sich nicht verlassen. Ja, nur die also russische Bevölkerung vermischt die öffentliche Haltung des Westens mit den Politikern. Die Russen fühlen sich jetzt nicht mehr willkommen. Ich kenne viele Russen, ich kenne auch viele ukrainische Geschäftsleute, aber ich kenne viele Russen. Und die sind alle sehr, sehr stolz. Die fühlen, wenn sie sich nicht willkommen fühlen, kommen sie nicht mehr. Und man sollte den Menschen die Wahrheit sagen, auch wenn wir die Sanktionen morgen abschaffen. Da bin ich zum ersten Mal konform mit diesen Wahnsinnigen, die uns das eingebrockt haben. Wir müssen uns auch nach Alternativen umschauen, weil Russland wird sich von uns abwenden. Egal was wir jetzt tun, er wendet sich von uns ab. Die Chinesen bauen gerade eine Pipeline, eine zweite, durch die Mongolei nach Russland. Die Russen machen mit dem Iran Geschäfte und verkaufen über den Iran ihr Gas und ihr Erdöl nach Indien. Russland hat sich umorientiert. Russland ist in den BRICS-Staaten. Die BRICS-Staaten werden der große Machtblock des nächsten Jahrhunderts werden. Die USA bleiben, Europa wird in der Bedeutungslosigkeit versinken und die BRICS-Staaten, die multipolare Welt ist Realität geworden. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir denn, wenn die Pipeline zu China fertig ist? Der braucht uns kein Gas mehr verkaufen. Jetzt würde er gern weiter Gas verkaufen, das sicher ein. Die Pipelines sind da, die sind bezahlt, da läuft's. Wir würden jetzt gute Preise zahlen, wenn wir morgen wieder kommen und sagen, ja, bitte können wir wieder normal miteinander umgehen. Wir entsorgen diese verrückten Kriegstreiber von von der Leyen angefangen bis zu heimischen Kriegstreiberinnen, die glauben, dass wir beide Verräter sind, wenn wir jetzt die Sanktionen abschaffen. Aber was machen wir dann? Und ich sage jetzt hier zwei Dinge, die in Österreich ganz schlecht ankommen. Wir müssen uns überlegen, ob wir nicht auf die neuen Atomreaktoren umsteigen. Und wir müssen uns überlegen, ob wir nicht das System der Montanuni Leoben nehmen und unser eigenes Gas aus der Erde holen, sprich fracken. Weil das würde uns energieunabhängig machen. Absolut. Das geht zwar nicht von heute auf morgen, das dauert ein Jahrzehnt, bis das wirklich fließt, aber das würde uns für den Rest des Jahrhunderts unabhängig machen. Und das müssen wir jetzt diskutieren. Und zwar vorurteilsfrei und nicht religiös behaftet. Also siehst du das ähnlich? Ich würde das hundertprozentig unterschreiben. Ich bin ja ein Befürworter von diesen neuen Reaktortechniken, die sehr ausgereift sind. Das ist ja auch nichts ganz Neues, das gibt es ja schon seit den 60er Jahren. Ja, aber mittlerweile gibt es ein paar Universitäten und ein paar Firmen, auch private Gruppen, die das weiter geforscht haben und eigentlich produktionsreif haben. Ja. Und der Bill Gates setzt auf einen anderen Reaktortyp wieder, weil er halt große Reaktorfirmen, da Technologiefirmen gekauft hat. Aber darf man da einhaken kurz für unsere Zuschauer, die wissen das nicht. Der Bill Gates hat, ich glaube voriges Jahr im Dezember, seine Anteile an den Pharmafirmen, die die Impfstoffe herstellen, verkauft, hat gewusst, was kommt, hat verkauft, hat Kasse gemacht und hat sich jetzt investiert in Firmen, die, glaube ich, planen, in den nächsten 10 Jahren 250 Atomreaktoren weltweit zu bauen. Ja. Das ist nur so für unsere Herrschaften. Der ist immer zwei Schritte voraus. Naja, sicher, ja, weil der kauft diese Firmen und dann schaltet er die Medien ein, um in die richtige Richtung den Markt zu steuern. Jetzt ist ja, Atomenergie ist grün, plötzlich. Ja, drei Monate, nachdem der Herr Gates eingestiegen ist, die Verschwörungstheorie und die anderen Investoren, jetzt plötzlich reagiert die Politik und erklärt Atomenergie für grün. Und jetzt muss man bewerberweise sagen, sie ist es ja mittlerweile fast. Wir haben es de facto im Griff. Wenn wir nicht heute, jeder glaubt immer nur an Tschernobyl und dann kommt immer Fukushima, was in Wirklichkeit ein Erdbeben mit einer Flutwelle war und kein Atomreaktor, weil wenn dort die Flutwelle nicht kommen wäre und der nicht direkt am Meer steht, der Reaktor, dann passiert dort nichts.
Und wir haben de facto die Technologie und eigentlich ist Atomenergie de facto jetzt schon grün. Und jetzt frage ich mich nur, wieso sollte man das nicht nutzen? Wieso sollte man, wenn die eigene Universität da oben eine Technik entwickelt hat, wie man Fracking so macht, dass man möglichst die Umwelt schont und wir haben ein Erdgasfeld unter unserem Boden liegen, das uns für 30 Jahre komplett mit Gas versorgt, warum sollten wir das nicht nützen? Also ich glaube, da sind wir einig. Absolut. Also ich sehe das ganz genauso, dass wir diese anderen Energieformen unbedingt in Betracht ziehen müssten und auch dafür natürlich Werbung machen müssen. Wobei gibt ja auch Wissenschaftler und Leute, die sich damit auseinandersetzen, wie ein, ich glaube Stefan heißt der Lomborg, der ja auch viel zu diesem Thema Klimawandel und wie du gesagt hast, Mitigation von Klimawandel. Und wenn wir das machen wollen, werden wir dazu Energie brauchen. Ja. Ja? Also wenn es jetzt wirklich den Klimawandel von unserer Seite her gibt, der da irgendwas verursacht, müssen wir wirtschaftlich fit sein, ja, ausreichend wohlhabend sein, dass wir diese Mitigationsmaßnahmen für die Klimaveränderung, und zwar in dem Fall ganz egal, wie es jetzt verursachen oder die Natur verursacht, ja, oder beide, ja, aber wir brauchen den Wohlstand, damit wir uns das leisten können. Wie die gesamte Umweltschiene, ja, ja, baut auf Wohlstand. Wenn ich nicht keinen Wohlstand habe, wer kauft sich Solarpaneele, wenn er nichts zum Essen hat? Ja. Super Stichwort, weil, und das mache ich auch für die vielen, vielen Leser, die mir diesbezüglich schreiben, das war jetzt die Metaebene. Das war das, was die Politik machen sollte, das war das, in welche Richtung es gehen sollte. Und jetzt würde ich gern, wenn du erlaubst, ein paar Minuten reden darüber, was machen wir jetzt? Was tun wir jetzt? Was machen wir? Was machen wir? Was machen die Leute, die jetzt auf einmal eine Rechnung haben, die das Vierfache ausmacht und die wissen, oder denen man sagen muss, diese Rechnung wird bis zum nächsten Jahr aufs nochmal mindestens 2,5-fache steigen, wenn wir nicht jetzt sofort reagieren. Was machen die? Und ich kann da nur in zwei verschiedene Ansätze gehen. Nummer eins ist, die Politik vor uns hertreiben. Wir brauchen, nach meiner Ansicht, zumindest zeitlich befristet, ein radikales Umdenken in den Versorgungsaufträgen des Staates. Der Staat hat Energie für uns bereitzustellen. Mit unserem Steuergeld. Die Geschichte, der Wahnsinn des bestehenden Systems, von der Merit Order angefangen, bis zu dem Wahnsinn, dass der Verbund und alle anderen Kraftwerksbesitzer Energie erzeugen, aber nicht an uns verkaufen, sondern an die Börse verkaufen und die zweite Gesellschaft, der Verbund Strom, kauft dann von der Börse und liefert es uns. Das System ist ein Irrsinn. Ich habe es durch Zufall erlebt, weil ich mit der EVN zu tun hatte. Auf einem meiner Grundstücke wird etwas errichtet, was die EVN braucht und ich wollte mir natürlich ein bisschen was rausschinden, dass ich einen billigeren Tarif kriege. Ne? Ja, ich bin Kaufmann, das ist ja üblich. Steht dazu. So, ja, gehört dazu. So, jetzt sagt mir der von den Netzen, von EVN-Netz, ja, ich kann da gar nichts machen, weil ich habe da keinen Einfluss. Ich kaufe das von der Börse zum Preis X und den Preis muss ich Ihnen weitergeben. Und ich sage, ja, aber auf der anderen Seite, ihr baut da drüben auf meinem Grundstück ein Umspannwerk, wo ihr von eurem eigenen Kraftwerk was rüberleitet. Ihr erzeugt es ja auch. Und dann erklärt er mir zu meinem Erstaunen, na, das sind zwei verschiedene Gesellschaften. Die eine Gesellschaft produziert Strom, die gehört uns. Das ist unser Wasser, unser Wind, unsere Solarenergie, unsere Biomasse, was auch immer. Aber wir verkaufen uns das nicht, sondern wir verkaufen es an die Börse und von dort kaufen wir es dann. Und wie wir es jetzt sehen, oft zum 20-fachen Preis. Und daher meine ich, dieses gesamte System gehört umgestellt. Zur Not gehört da wirklich der Staat muss die Bestimmung haben, im schlimmsten Fall kaufen wir die privaten Investoren raus, machen wir ein Buyout und machen das zumindest für eine Zeit lang, bis sich das Ganze normalisiert hat und wir die Energiewirtschaft wieder auf normalen Beinen haben, dann muss das eine Grundaufgabe des Staates sein, zum Erzeugerpreis
meinetwegen plus 10, 15, 20% Gewinnaufschlag, damit sie ihre Apparate, ihre Forschung etc. bezahlen können, damit sie ihre Organisation bezahlen können. Erzeugerpreis plus 20% und dann wären wir wieder dort, wo sich die Menschen leisten könnten. Und das ist etwas, was wir sofort umsetzen könnten. Das Problem ist, es wird ja komplett missverständlich behauptet, dass Börsen ein freier Markt sind. Richtig. Ja, das ist ja nicht so. Ja, freier Markt ist, wenn du genau das machen kannst, was du machen wolltest, dass du zu dem hingehst und sagst, ich möchte gern von dir Energie kaufen. Und der sagt, ja, ich würde dafür so viel verlangen. Du sagst, naja, wir können es bei dem kaufen, da kostet es so viel weniger. Dann sagt er, na gut, okay, dann gebe ich es dir auch billiger. Das ist freier Markt. Genau. Ja? Wenn ich aber hergehe und schaffe Pseudomonopole über die Energiemärkte und an den Börsen, wo dann die großen Spekulanten mitspielen und mitwirken, ja, dann ist das kein freier Markt. Das genau. ist nur eine ungehinderte Spekulation, die vom Staat gestützt wird. Und noch dazu durch dieses Merit-Order-Prinzip, wo der teuerste Energiepreis auf alle Energieformen angewandt wird, das hat ja mit freiem Markt nichts zu tun. Das war übrigens eine grüne Idee, ja. weil die Grünen davon ausgegangen sind, dass sie erneuerbare Energien billiger erzeugen können als die herkömmlichen Energien und daher gesagt haben, damit werden die Leute motiviert, die Investoren werden motiviert, in die erneuerbaren Energien zu investieren. Das sollte man auch den Menschen sagen. Erstens haben sie die Grünen erfunden. Dann wurde es von den Green Billionaires ausgenutzt. Die haben mit Steuergeld unterstützt, Windräder, Solarkraftwerke etc. hingestellt, mit Milliarden und Abermilliarden. Vor allem die Deutschen haben Dutzende Milliarden investiert in diese Energiewende. Dann haben sie gestützte Preise bekommen, um es einzuspeisen, weil es ja nicht wirtschaftlich war. Und jetzt verdienen sie sich dumm und dämlich. Das ist der Grund, warum sie das Merit-Order-Prinzip so lange nicht abgeschafft haben, die am Ruder sind. Jetzt verdienen sie sich dumm und dämlich, weil jetzt ist Gas das teuerste und Wind viel, viel günstiger, aber er kriegt den gleichen Preis für Gas. Und dieses ganze System ist ganz einfach durch einen Parlamentsbeschluss, durch Gesetze umstellbar. Wir könnten das sofort ändern. Österreich könnte sofort aussteigen aus dem. Österreich erzeugt zwar nicht genug Strom, um uns davon unabhängig zu machen, von allem, aber wenn wir wenigstens 70% zum billigen Preis erzeugen und verkaufen und den Menschen in Österreich zur Verfügung stellen, nicht ins Ausland verkaufen. Was wir produzieren, behalten wir uns jetzt einmal. Und wenn wir das dazu kaufen müssen, von französischen Atomkraftwerken oder über russisches Gas, was auch immer, dann haben wir schon wieder, das kann man am Preis stützen, da haben wir dann schon wieder nur einen kleineren Teil der Energiekosten, die wir stützen müssen, weil, und das ist die Conclusio, wir müssen als Staat reagieren. Die Menschen selber können im Moment gar nichts tun, die stehen dem, und deswegen sind sie so verzweifelt, stehen dem fassungslos und machtlos gegenüber. Das ist das Problem. Das Problem ist, dass die Politiker komplett abgekoppelt sind von dem, was der Bürger für Probleme hat. Ja, dass die der Meinung sind, ja, und sie haben ja alles eh im Griff. Ne? Du hast dann nur anhören, ne? Du hast gesagt, es gibt ja gar kein Problem. Ja. Deutschland immer noch behauptet, dass es ja gar kein Stromproblem gibt. Es gibt ja nur ein Gasproblem in Wirklichkeit. Ja? Alles kompletter Unsinn, was da von den Politikern erzählt wird. Und natürlich müsste eigentlich jetzt diese Wende, diese politische Perspektive vom Bürger geändert werden. Ja. Der muss hingehen und sagen, hör zu, ja. aus, ja. fertig, ja. das war's. Ja. Ja. Wir wollen so nicht weiter. Ja. 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 Es tut mir leid, ich bin wirklich, auch in den letzten 2,5 Wahnsinnsjahren, war ich immer ambivalent gegenüber den Bürgerprotesten. Weil Bürgerproteste sehr oft eine gewisse Eigendynamik erleben. Und ich bin ein typischer Österreicher, der sagt, bevor ich es riskiere, dass eine Eskalation entsteht und wir in Gewalt umschlagen, dann gibt es andere Protestformen. Aber im Moment muss ich sagen, den Menschen muss man klipp und klar sagen, ihr habt es nicht mehr in der Hand, in eurem Privatleben das irgendwie zu regeln. Die Menschen können nicht 4.000 Euro im Monat für Strom zahlen, ihr werdet es aber müssen, weil der Staat kann sich's nicht leisten, euch die Differenz zu zahlen. Ihr könnt es euch nicht leisten,
Und die Preise sind aber auf der Börse schon so. Das ist schon abgeschlossen. Das sind schon die Preise, die für die Futures, die im Frühling gehandelt werden. Und wenn nicht jetzt am Markt was passiert, wenn die Märkte nicht sehen, hoppala, die Menschen stehen auf und jetzt werden die Staaten reagieren, dann bleiben die Preise so hoch. Und dieses Zeitfenster wird immer enger. Und deswegen muss ich sagen, in Wahrheit, ab jetzt muss man die nächsten 6, 8, 10 Wochen die Politik, der Politik ganz klare Signale bringen und sagen, und im schlimmsten Fall gehen jetzt 2 Millionen Österreicher auf die Straße und sagen, ihr müsst die Energiepolitik Österreichs ändern. Wir wollen das. Und wenn es 2 Millionen machen, dann werden sie es auch ändern. Ganz sicher. Ja, und auf das, und was jetzt? Ich sehe keinen Ausweg. Ich sehe keinen Ausweg, sie wollen es nicht. Sie wollen es nicht, sie sind zu stolz, zu dumm, zu fremdbestimmt, was auch immer. Es ist ja völlig egal, weswegen sie ändern es nicht und sie entschuldigen sich nicht. Sie müssen von uns, vom Bürger, friedlich, aber demokratisch, friedlich, aber unmissverständlich geschubst werden in die Richtung. Sie müssen das jetzt ändern. Jetzt. Sie müssen jetzt aus den Sanktionen raus. Sie müssen jetzt die Merit-Order abschaffen. Und wenn es die EU erst macht in 3 Monaten, das ist zu spät. Sie müssen es jetzt abschaffen. Und sie müssen zurück, wir müssen zurück zu der Auffassung kommen, dass Energie zur Verfügung stellen eine Kernaufgabe des Staates ist, an der der Staat nicht verdienen darf. Es kann nicht sein, dass wir 100%, dass eine Energieversorger 100% Gewinn an einem Erzeugung, an einem Produkt erzeugt, das uns allen gehört. Die Wasserkraftwerke an der Donau gehören uns, mit unserem Steuergeld gebaut. Es ist unser Wasser, das durchrinnt. Es sind unsere Steuern, die das Ganze erhalten. Und unser Geld ist dafür da, dass wir diese Energie bekommen. Und der Verbund darf keine 100% Gewinn machen. Das muss man im schlimmsten Fall per Verstaatlichung machen, dann haben wir eben wieder einen Sektor verstaatlicht, aber dieser Sektor ist essentiell für unseren Wohlstand, für unsere soziale Sicherheit und für, wie du richtig sagst, im Endeffekt auch für den Umweltschutz. Weil wenn wir alle nichts besitzen, dann wird es auch keinen Umweltschutz mehr geben, weil dann verbrennen wir einfach das, was wir haben. Und das sind eigentlich die beiden Alternativen, oder? Ja, absolut. Also ich glaube, bin ja ein Verfechter dieser aktionsorientierten Bürgerpolitik. Ne? Das ist ja der Grund, warum ich die Unionssouveränität gegründet habe, weil ich der Meinung bin, dass der Bürger sich als Souverän nicht nur mehr damit zufrieden geben soll, hergehen und halt dann und wann eine Partei zu wählen und ja, die werden schon machen. Ja? Also die Zeiten sind vorbei. Wir haben gesehen, was dabei herauskommt. Ja, wir müssen wirklich hergehen und uns politisch aus dem Kindergarten wieder sozusagen auf die Straße bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes, und sagen, liebe Politiker, da geht's lang. Das ist die Politik, die wir wollen. Und das können wir halt nicht so schnell, dass wir sagen, wir wollen jetzt nächstes Jahr mehr direktere Demokratie haben. Also ist der einzige Weg, ist es über die Methoden, die uns ja per Gesetz und per Verfassung zustehen, nämlich dass wir per Demonstrationen und auch Streiks dem Staat sagen, wo es lang geht. Ich finde es auch bemerkenswert und ich möchte das ausdrücklich erwähnen, dass ich das sehr lobenswert finde, dass endlich sich auch die Gewerkschaften endlich, die uns zweieinhalb Jahre de facto im Stich gelassen haben, und dem zugeschaut haben, dem Wahnsinn der letzten 2,5 Jahre. Aber offensichtlich sind die endlich aufgewacht, denn es gibt offensichtlich Mitte September die erste große Demonstration in Wien. Es gibt vorher schon private Demonstrationen, die ich gelesen habe, aber die richtige Masse wird wahrscheinlich dann erst im September zu erwarten sein. Und ich muss dieses Mal sagen, dass ich das äußerst unterstütze, dass endlich auch die Gewerkschaften und ich hoffe auch die Wirtschaftskammer sich an dem beteiligt. Da muss jetzt endlich eine Riesendemonstration her.
eine ganz, ganz große Demonstration. Es müssen einfach einmal 2 Millionen Leute um die Wiener Ringstraße wandern und dann muss man den Politikern klar machen, wenn du jetzt keine Kehrtwende machst, dann wirst du weg sein. Dann wirst du eben zurücktreten müssen. Dann wirst du gehen müssen. Wenn du uns sagst, für den Krieg in der für den Sieg in der Ukraine, den es nie geben wird für die Ukraine, das so beinhart muss man das sagen, müssen wir halt diesen Preis zahlen. Bullshit. Wir müssen den Preis nicht bezahlen. Du musst gehen, die das fordert. Wenn uns jemand anlügt, dass die Sanktionen uns weniger schaden und den Russen mehr schaden, dann muss man sagen, dann können wir dich nicht mehr wählen, guter Mann. Ja, dann bist du halt nicht mehr unser Bundespräsident oder unser Bundeskanzler. Und so sehe ich diese kommenden 3 Monate wirklich als eigentlich letzte Chance, den sozialen Frieden zu wahren. Ja, meine Sorge ist, dass die Gewerkschaften natürlich trotzdem sehr parteipolitisch orientiert sind. Ja, und ob die mit dieser Härte diese Forderungen durchsetzen werden, bleibt abzuwarten. Ich sehe es auch positiv, dass zumindest überhaupt sich etwas bewegt. Ja, und natürlich sehe ich es als den Schritt, den ich gemacht habe, als eine Aufgabe der Gewerkschaft, solche Dinge zu machen. Und da geht es also nicht nur darum, jetzt irgendwelchen Unternehmen, Betriebsräte oder was zu bringen, sondern wirklich darum, steht ja auch in den Satzungen des ÖGB, eben für den Wohlstand des österreichischen Volkes einzutreten. Und unsere Energiepolitik ist eines dieser Kernelemente dieses Wohlstands. Ja, wenn die flöten geht, können wir alles andere auch vergessen. Ja, und das muss man auch von wegen, und was jetzt? Man muss den Menschen klar machen, im Winter heuer werden mehr als 50% der Österreicher mit dem Geld, das sie verdienen, nicht auskommen und werden den größten Teil ihres Einkommens für Lebensmittel, für Strom und Heizen ausgeben müssen. Damit ist unsere Wirtschaft ruiniert. Wenn die Leute kein Geld mehr haben, zu Weihnachten einzukaufen, auf Urlaub zu fahren, sich Waren zu kaufen, zu investieren, dann werden wir in das größte Desaster der österreichischen Wirtschaft gehen. Und dafür, ja, hundertprozentig, ich sehe das genauso, aber dafür muss derjenige, diejenige, die politische Riege in Österreich, in der EU zur Verantwortung gezogen werden. Das ist ja kein Zufall. Ja. Das ist kein Zufall. Sondern das wurde schon gemacht. Ja? Hausgemacht. Ja? Warum jetzt immer? Genau. Ja? Brauchen wir nicht über die genauen Hintergründe reden. Ja? Aber es sind die Politiker, die diesen Zustand ganz bewusst herbeigeführt haben. Ja, endlich haben wir mal einen Punkt, wo wir nicht immer der gleichen Meinung sind. Denn ich kenne zu viele Politiker, um zu wissen, dass die gar keinen Plan umsetzen können, weil dazu die intellektuelle Kapazität fehlt. Aber das, um das jetzt mal höflich auszudrücken, aber ich muss zum ersten Mal in meinem ganzen Leben sagen, man muss den Menschen klar machen, dass das beschauliche Österreich, das wir alle kennen und alle lieben, das wird nicht mehr existieren, wenn es so weitergeht. Und niemand, wenn die Menschen nichts mehr zu verlieren haben, dann werden sie das Recht in die eigenen Hände nehmen. Und das darf nicht passieren. Und deswegen müssen wir jetzt etwas tun, jetzt mit allen persönlichen Möglichkeiten den Protest zum Ausdruck bringen und dieses Ruder herumzureißen. Und es gibt ja noch ein ganz großes weiteres Problem. Es gibt einen großen Anteil, vor allem in den Großstädten natürlich, von Leuten, die sind von der finanziellen Unterstützung des Staates, das sind unheimlich großer Anteil davon, sind auf der einen Seite natürlich Pensionisten, ja, und auf der anderen Seite natürlich Leute, die Migrationshintergrund haben. Ja. Und wenn die nicht mehr die ausreichende Unterstützung des Staates bekommen, was ist dann? Ich habe heute zu dem Thema eine lustige Geschichte gelesen. Es gibt angeblich derzeit 2,4 oder 2,6 Millionen anerkannte mit gültigem Asylstatus in Deutschland und 4 Millionen Hartz-IV-Empfänger, wovon 3 Millionen keinen deutschen Pass haben. Das heißt, 6,4 Millionen Menschen
Und die 6,4 Millionen Menschen kriegen die Energie in Deutschland vom Staat gezahlt. Sobald es die deutsche Bevölkerung mitkriegt, spielt es ja auch Granada. Es ist ja unglaublich. Das sind ja, die Politiker können offensichtlich nur mehr bis zur nächsten Pressekonferenz denken. Da gibt es ja keinen mehr mit einem Funken Hausverstand. Ja, die unglaublich, die ehemalige Chefin, diese Fanatikerin, die ehemalige Chefin von Global 2000, die uns jetzt als Energieministerin dilettiert und quält, die hat allen Ernstes die 500 € Gutschein, die sie uns als Almosen verteilen, die kriegt jeder Gefängnisinsasse. Hast du das gelesen? Ja, habe ich gelesen. Nicht nur die Asylbewerber. Du glaubst wirklich, du bist in einer Matrix. Genau. Da gibt es die Leute, die im Gefängnis sitzen, kriegen jetzt vom Staat auf ihr Konto 500 € überwiesen. Ich meine, wem fällt denn sowas ein? Die gibt mir den Rat, ich soll mein Essen vom Teller abkratzen, bevor ich es in den Geschirrspüler stelle, und baut sie in ihrem Büro 140.000 € Klimaanlage ein und fliegt mit dem Chat und erzählt uns, es ist alles toll und die Energiewende und mit der erneuerbaren Energie werden wir Österreich unmittelbar unabhängig von Russland machen. Ein vollkommener Schwachsinn. Das ist eine religiöse Fanatikerin, die keine Ahnung hat von dem, was sie tut, und Österreich schaut zu. Es ist unfassbar. Aber ich habe mir vorgenommen, heute nicht über Politiker zu schimpfen, das mache ich eh jeden Tag in meinem Blog. Ja, das schaffst du nicht. Das schaffe ich du nicht. Hast okay, das, hab hast schon das wieder, schon gebrochen. Habe schon wieder gebrochen. Ja. Aber ich habe mir heute vorgenommen, wirklich auch ein bisschen positive Energie reinzubringen und den Leuten eine gewisse Hoffnung zu machen. Ich tue mir aber einfach irrsinnig schwer damit, weil es einfach beim Thema Energie der einzelne Mensch nichts oder nur sehr wenig tun kann. Und das Einzige, worum ich bitte, alle, die hier zuschauen, ist, genau diesen Winter werden wir einerseits unsere Scham ablegen müssen und andererseits unser Herz öffnen müssen, weil es wird, auch wenn die Politik sofort reagiert und auch wenn wir es dazu bringen, dass sie eine 180-Grad-Wende einführen, trotzdem wird es für viele, viele, viele Menschen in Österreich heuer ein echt, entschuldige Fäkalwort, geschissenes Weihnachten werden. Das wird, heuer wird es vielen Menschen das Geld nicht zusammenkommen, sie werden mit dem Geld nicht auskommen. Und dieses Mal muss man wirklich appellieren, schaut auf euren Nachbarn, schaut, wann der daneben vielleicht doch kein, oder wenn ihr seht, dass die jetzt auf einmal nicht heizt, man kann sich gegenseitig, und wir werden uns gegenseitig helfen müssen, diesen Winter, die mehr haben oder die noch so viel zur Verfügung haben, dass sie etwas geben können, die werden wahrscheinlich dieses Jahr einmal wirklich mit Nachbar in Not, das ist dieses Mal, Nachbar in Not wohnt direkt neben dir, und das ist etwas, auf was wir uns, glaube ich, auch vorbereiten müssen. Ich kann das nur hundertprozentig unterschreiben, und damit auch zum Abschluss, glaube ich, können wir dann kommen, dass wir ja auch in unserer Organisation bei der Union Souveränität diese direkte Solidarität mit deinen Mitmenschen, ja, und nicht solidarische Gesellschaft im Großen, ja, in dem Vordergrund stehen haben. Und wir denken jetzt schon drüber nach, über genau das, was du gesagt hast, wie und mit welchen Mitteln werden wir vielleicht hergehen können und unseren Mitbürgern und Mitmenschen im Winter, wenn es hart auf hart geht, helfen. Und ich will jetzt gar nicht unbedingt anfangen mit Suppenküchen oder solchen Geschichten. Das sind es ja, wird aber so weit kommen. Ja, ich will das nicht abstreiten, dass das sozusagen der einzige Weg ist. Es gibt ja viele andere Wege auch. Ja. Und über das müssen wir wirklich nachdenken. Und trotzdem im positiven Sinn, und mein positiver Ansatz ist, ja, wir gehen auf harte Zeiten zu mit größter Wahrscheinlichkeit, aber wir haben immer noch die Möglichkeit, was dran zu ändern. Ja. Nur dazu, da muss eben der Wille dazu da sein. Da darf man nicht jeden, der auf die Straße geht und der sich dagegen wehrt, dass ihm seine Bürgerrechte genommen werden und der sich dagegen wehrt, dass die Politik über ihn drüber fährt, gleich als Rechtsextremen hinstellen. Sondern da muss man mal sagen, okay, das ist ja genauso ein normaler Mensch wie ich, der ist halt nicht vielleicht ganz so, ja, locker mit der Politik, sondern der sieht halt, was vorgeht und will da halt was ändern. Und wir können es gemeinsam ändern. Ja. Ich bin ganz bei dir, du weißt, ich schreibe es eh immer, und das kann man den Menschen nicht oft genug sagen, es gibt jetzt kein Links oder Rechts mehr. Nein, schon lange nicht mehr. Es gibt jetzt nur mehr richtig oder falsch.
Und auch wenn wir uns über verschiedene Dinge in politischen Ausrichtungen in unserem Alltag mit Menschen treffen, die nicht unserer Meinung sind, aber es geht jetzt nur mehr darum, ist es richtig, was wir tun, oder ist es falsch, was wir tun? Diese Rechtskeule, das glaubt eh kein Mensch mehr. Ich möchte nur zum Schluss noch eine Kleinigkeit sagen, weil es aus aktuellem Anlass. Ich habe aus meinem unmittelbaren Bekanntenkreis von der Inhaberin eines Supermarktes, einer großen Supermarktkette, einer Franchise-Kette, erfahren, dass die Menschen bereits beginnen, sich zum Ende des Monats das Leben nicht mehr, das Essen nicht mehr leisten zu können, dort schon sparen zu können. Und es gibt so viele Karitative. Bitte weiter von mir. Es ist zu viel Monat über am Ende des Geldes. Ja. Hat er mal gesagt. Ja. Und wörtlich. Es gibt so viele karitative Organisationen, die hier Unterstützung haben. Es ist wirklich dieses Mal an der Zeit, dass man auch solche karitativen Organisationen unterstützt. Ich bin hundertprozentig bei dir. Wir müssen jetzt sofort aufstehen und es ändern. Wir müssen jetzt sofort klare Signale schicken. Die Leute, die es angestellt haben, müssen sich verantworten. Wir müssen sie austauschen, wenn sie nicht bereit sind, eine Wende zu machen und eine Kehrtwende zu machen. Es geht nicht mehr so weiter, wie es jetzt ist. Das geht nicht. Wir sind gescheitert. Das, was sie versucht haben, das funktioniert nicht, auf allen Ebenen nicht. Das System muss sich jetzt neu aufstellen, komplett neu ändern, und wenn jemand das nicht wahrhaben will, dann muss er gehen. Aber trotzdem, und das ist mein Schlussappell, egal wie schnell und wie gut wir jetzt reagieren, der große Schaden ist, ein Teil des Schadens ist bereits eingetreten, ist so. Und viele, viele Menschen werden unsere Hilfe brauchen, und daher appelliere ich, heuer wird es ein Weihnachten der Nächstenliebe, wobei ich eigentlich überzeugt davon bin, dass je schlimmer es wird, desto mehr werden wir drauf kommen, dass eigentlich doch sehr viele Menschen in Österreich gibt, die ihre Herzen öffnen und anderen helfen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Also ich sehe das eigentlich auch so. Ich glaube halt, dass die Österreicher einen nonchalanten Positivismus ganz einfach haben und sagen, nein, das wird schon gut gehen. Ja, so auf die Art. Aber das geht heuer nicht mehr. Das geht heuer. Ich glaube, jetzt muss jeder mal halt über seinen Komfortrand drüber schauen und sagen, was ist denn da jetzt wirklich los? Ja. Und wir haben leider halt schon auch natürlich sehr viele, die eben immer noch darauf hoffen, dass, wenn es ihm nicht gut geht, naja, die werden dann schon irgendwas machen und da wird dann schon irgendwas passieren. Die haben alles ausgespielt, was sie ausspielen können. Es gibt nichts mehr. Sie sind gescheitert. Krachend. Krachend. Und was jetzt hast, nicht die Zähne zusammenbeißen, sondern den Mund aufmachen. Mund aufmachen. Ja. Zähne zusammenbeißen soll er selber, wenn er ins Kaunertal zurückmarschiert. Oder wenn es ihn beim Wandern hinhaut, aber Zähne zusammenbeißen ist das Falsche, jetzt heißt es Mund aufmachen. Genau so ist es. Max, danke für die Einladung. Gerald, spannend wie immer und herzlichen Dank, dass wir uns zusammensetzen konnten. Wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe es. Sehr gut. Okay.